Herzlich willkommen zu einer ersten Folge MC Donate 2.0. Da haben wir unsere Ender Chest, mega nice. Ah ne, man muss daraus Slabs machen und die übereinander stapeln. Ja genau so. Drop. Da. Nein, Digga. Kannst du das jetzt aber Hand? Ja, fuck. Als ob. Doch, nicht alles war so schön, wie es auf den ersten Blick schien. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge MC Donate 2.0. Böse Mächte entschieden sich, dass sich hier einiges ändern sollte. Anfangs zerstörten sie. Unsere Verluste wurden immer größer. Die Welt schien auseinanderzufallen. Doch es gab eine verrückte Lösung, die uns den Tod hätte bringen können, aber es war unsere einzige Hoffnung. Eine Zeitreise. Zurück in die Vergangenheit. In eine Zeit vor dem Beginn von MC Donate 2. Doch, als wir auf dem Weg waren, ist etwas passiert, womit wir nicht gerechnet hätten. Wir sind irgendwie in eine Paralleldimension geraten. Theoretisch sind wir am Ende ja dort angekommen, wo wir ankommen wollten. Doch, irgendwie auch nicht. Die neue Welt war aber sicher. Und die Einheimischen wollten gerade eine neue Stadt namens Aquaro gründen. Also entschieden wir uns, da zu bleiben und bei der Bau der neuen Stadt mitzuhelfen. Mit Hilfe von Beacons konnten wir auch eine Verbindung zu der alten Dimension herstellen und damit alle retten. So entstand Aquaro